Into our last, last round. Letzter Vortrag. Last speaker. The last speaker is someone who came from, came a long way. Her country of origin is Chile. Her grandfather came from Norway via Germany to Chile. So Astrid Brink has a German name, a German Swedish name, but she's grown up in Chile. She has been trained as a shaman. She's a singer, a songwriter. She has taught, she studied mantra and meditation at the Naropa Meditation School. She's teaching meditation for 6 months a year. She's traveling through Europe, and for the rest of the year she's in South America or wherever else the weather is better than in Europe. She's here today with us speaking about the cycles of nature and the cycles of the heart. After this she will accompany us through the round-up session. Welcome, Astrid. I'm really happy to be here. Ich bin sehr froh, hier zu sein und hier mit euch über die Natur und über unsere Herzen sprechen zu können. Es ist eine große, große Freude, mit so vielen schönen, tiefen, liebenden, liebevollen Menschen zu sein. Mein Vortrag heute geht um das Herz und ich möchte einfach einen Moment nehmen, Zeit nehmen, dass wir noch einmal unsere Augen schließen, uns mit dem Herzen verbinden. Einatmen und dadurch einen Raum schaffen. Noch ein weiteres Mal. Die Augen wieder öffnen. Ich möchte diese Runde eröffnen mit meiner Vision davon, was Intuition ist. Wenn ich Intuition spüre, dann ist es immer eine Brücke, dann ist das Bild für Intuition eine Brücke. Ich liebe Bilder. Es ist wie eine Brücke, die einen Kreis bildet. Darum liebe ich auch dieses Bild so. Intuition ist die Fähigkeit des Herzens, wirklich tief zuzuhören, dem, was ist, zuzuhören. Es ist die Brücke zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten. Die Brücke zwischen dem Bewussten und Unter- oder Unbewussten. Wir haben alle diesen Zugang zu dieser Brücke. Wir können alle diese Brücke eröffnen. Und was über diese Brücke kommt, das ist Kreativität. Ist ein Mysterium, ist die Lebenskraft, ist die Liebe. Aus dem Unbekannten, aus dem Unmanifestierten ins Erkennbare, in die manifestierte Welt. Diese Lebenskraft, dieser Strom des Lebens, des Mysteriums. Es klickt ein bisschen, ne? Kleines Störgeräusch. Hallo, okay. Ah, es ist der Ohrring. Okay, also nur noch ein Ohrring. Also das Mysterium, das wir nicht erklären können, obwohl so viele hier schon standen. Wir wissen ja, dass es etwas gibt, das wir nicht erfassen können. Also es ist besser, war doch nicht der Ohrring? Okay. Okay, ist das jetzt besser? Danke. Also das Mysterium. Ich werde das mal ablegen, ne? Und das Mysterium mich führen lassen.
dieses Mysterium, das bewegt sich in Kreisen. Alles in Leben bewegt sich in Kreisläufen. Egal, wohin wir unseren Blick wenden, finden wir Kreisläufe. Ich sehe so viele Augen hier. Hört ihr mich gut? Ich höre sowas wie ein Echo. Gut. Überall, wo wir unseren Blick hinwenden, finden wir Kreise. Die Zellen, die Welt der Mikroorganismen, die wir mit bloßen Augen nicht erkennen können, und die Weltkugel. Ich war in deinem Workshop vorher und auch die ganz große Sicht zeigt uns den großen Kreis, in dem wir alle eins sind. Und alle diese Kreisläufe bewegen sich eben in zyklischen Bewegen. Alles in der Natur, im Leben, ist basiert auf dieser Struktur des Kreises. Und wir bestehen aus diesen Kräften, aus diesen Kreisläufen, diesen Zyklen, die Mondzyklen, die Sonnenzyklen, die Zyklen in den Bäumen, in den Pflanzen, überall in der Natur. Alle diese Zyklen reflektieren, wer wir wirklich sind. Und das ist so schön und auch inspirierend. Stell dir vor, dass der Mond die Wasser, die Gewässer bewegt und wir zum größten Teil aus Wasser bestehen. Wir bestehen aus diesen Elementen. Wir sind nicht nur ein Beobachter, sondern wir bestehen aus diesen Zyklen, aus diesen Naturkräften. Und alles, was wir da draußen sehen, lebt in uns. Wir sehen die Flüsse und sehen unsere Blutgefäße. Der Blutkreislauf, alles bewegt sich in diesen Kreisläufen. Und alles ist ein Spiegel alles anderen. Es gibt keine Trennung wirklich. Ich mag dieses Bild sehr von unseren Lungenbäumen, Lungenwäldern. Da gibt es ein Lied, das ich geschrieben habe, dieses Lied sagt, das Universum lebt in unseren Augen, das tut es tatsächlich. Da ein galaktischer Nebel, eine Karte des Universums. Die Synapsen im Gehirn, sieht alles so ähnlich aus und bewegt sich nach den gleichen Gesetzen. Wir können sagen, dass der Kosmos oder das Universum in uns lebt. Wie können wir diese Kreisläufe nun nutzen, um unser menschliches Leben zu verstehen? So wie es Mondphasen gibt, Sonnenphasen, Wachstumsphasen, so gehen auch wir Menschen durch viele verschiedene Phasen und staunen und sind neugierig, staunen über das Leben. Das Leben ist dazu da, dass wir es erforschen, dass wir uns darin erkennen, dass wir uns im Kosmos erkennen, dass wir der Kosmos sind, der uns erschaffen hat. Und das ist es, was diese Existenz so wunderschön macht, denn da gibt es etwas, das wir niemals erfassen können, das immer Mysterium bleibt. Wir erfahren unterschiedliche Emotionen wie Liebe. Ich mag dieses Bild sehr von Vater und Tochter. Und wandern auf dieser Straße des Lebens. Wir werden älter. Es scheint, als würde das Herz reifen, so wie die Früchte in einem Baum. Und das ist der Hauptpunkt, den ich heute mit euch teilen will, dass unser Herz reifen kann. Unser Herz und unsere Fähigkeit, unsere Liebe auszudrücken und in der Präsenz verankert zu sein, ist ein Prozess, das ist ein Zyklus. Und die Einladung ist heute, in diesen Zyklus einzutreten, ganz bewusst. Denn meine Arbeit besteht darin,
die Zyklen zu beobachten der emotionalen Reife im Herzen und wie wir Mitgefühl, Präsenz, all das, was wir, worüber wir heute gesprochen haben, in uns zu verankern. Ich habe erkannt, dass es dort verschiedene Zyklen gibt. Da werde ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber es gibt so diese 13-Jahres-Zyklen. Bei Frauen ist es ungefähr mit der auch Geschlechtsreife korreliert ist, mit 13 Jahren und mit 52 Jahren so circa. Und eigentlich geht die Jugendzeit bis 26, also mit 18 Jahren sind wir volljährig, aber eigentlich bräuchten wir doch noch viel mehr Zeit, um einfach jugendlich zu sein. Das Herz, das reift auch. In der ersten Phase empfange ich mit der Absicht, zu empfangen, also gefüllt zu werden. Es ist ein wunderschöner Ort für Kinder. Ich empfange als Kind und werde dadurch erfüllt. Dann kommt der nächste Schritt, etwas zu geben, um zu empfangen. Da können wir noch sehr viel mehr darüber sagen, aber ich möchte das hier auch nur kurz anschneiden. Ich gebe, aber eigentlich möchte ich empfangen, denn das gehört zum natürlichen Kreislauf. So, ich möchte meine Erfüllung vervollständigen. Dann geschieht ein großer Sprung und hier kann ich empfangen, um zu geben. Ich empfange das Leben, um Leben zu geben. Ich empfange Inspiration, um eine Idee zu manifestieren. Ich bin offen, um zu empfangen, um zu kreieren. Darin zum Beispiel, in dieser Lebensphase werden wir Eltern oder wir gebären gewissermaßen Projekte, wir manifestieren unsere Ideen. Dann in der nächsten, letzten Phase geben wir, um zu geben. Dort geht es nicht mehr nur um mich. In der ersten Phase geht es um mich, nur um mich, und dann wachsen wir in dieses Wir hinein. Und schlussendlich gehen wir in diese universelle Wechselwirkung, Wechselseitigkeit, wo es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Geben und Nehmen. In dem Augenblick, in dem ich empfange, gebe ich, und in dem Moment, in dem ich gebe, empfange ich. Ich gebe und empfange gleichzeitig. Wenn ich dir etwas gebe, dann empfange ich von einem anderen Ort etwas. Also ich muss nicht in diesem kleinen Mini-Zyklus mit dir zusammen quasi, da muss kein Ausgleich geschehen in dem Sinne, weil das Leben sorgt für den Ausgleich. Hier haben wir in der ersten Phase das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir sind jeden Tag verwurzelt, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es uns bewusst sein oder nicht, in dieses Gefühl von Zugehörigkeit, denn es gibt mir das Gefühl zu existieren. Wenn wir geboren werden, dann gehören wir zu unserer Ursprungsfamilie. Dort finden wir, also bei den Menschen, bei denen wir aufwachsen, dort finden wir Anerkennung, empfangen wir unser Selbstgefühl gewissermaßen. Und wir suchen nach Anerkennung. Wir wollen erkannt werden, verstanden werden, gesehen werden. Dann gehen wir mehr und mehr in das Feld der Forschung, des Erfahrungenmachens. Dann gehen wir in die Phase der Co-Kreation, der Co-Schöpfung, wenn wir eine Familie mit erschaffen, mitgestalten, wenn wir ein Unternehmen oder Kunst erschaffen. Aber es gibt nie eine Schöpfung nur eines einzelnen Ich, es gehört alles zusammen. Dann haben wir schließlich ein tiefes Gefühl von Selbstgehörigkeit, Zugehörigkeit. Wenn wir durch diese Phasen gesund durchlebt haben, dann gelangen wir zu einem Gefühl innerlich, dass uns das Leben sieht, dass wir dem Leben zugehören.
So, das befreit uns von der Suche nach Anerkennung von im Außen, in Anführungszeichen, und Zugehörigkeit zu anderen Menschen, in Anführungszeichen. Das ist ein schönes Bild für die Zugehörigkeit zur Familie, dann die Gruppen, die ich erforsche, zu denen ich gehören will, die Familien, die wir mit erschaffen, all die Dinge, die wir gemeinsam mit anderen machen, um etwas gemeinsam zu erschaffen, bis wir das Gefühl haben, ganz tief, ich bin zu Hause. Egal, welche Antennen wir sonst so haben, aber ich bin in Frieden und ich bin zu Hause in mir. Bis wir schließlich das Gefühl haben, zum Ganzen zu gehören. Wenn wir dieses Gefühl haben, zum Ganzen zu gehören, ich möchte hier nochmal zurückgehen zu diesem Bild, dann haben wir die Fähigkeit, die Möglichkeit, noch präsenter zu sein und noch wacher zu sein für die Zyklen des Lebens. Jede Beziehung ist ein Kreis, ein Kreislauf, ein Zyklus. Einer der Aspekte dieser Arbeit mit den Zyklen ist die Kunst meistern, Kreisläufe genauso mit dem gleichen Respekt und zu schließen, wie wir sie eröffnen. Wir leben in Gesellschaften, in der wir den Fokus nur auf das Neue, auf das Neugeborene haben, aber den Tod verdrängen und vermeiden. Dabei ist es so wichtig, auch einen Abschluss zu ehren. Und das hat direkt damit zu tun, unser Leben zu ehren und unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Was auch immer du erfährst in deinem Leben, du kannst damit umgehen. Du hast alles, was du brauchst, um damit umzugehen. Es gibt nichts, was zu groß, zu mächtig, zu schrecklich ist für unser Herz. Das gesamte Universum meines Lebens kann ich in meinem Herzen halten. Wir alle können unsere Herzen und unsere Leben in die Hand nehmen. Also es ist sehr, sehr wichtig aus dieser Perspektive aus, dass unser Leben wirklich uns gehört, dass wir uns selbst ermächtigen, dass wir die unsere eigenen Entscheidungen treffen. Denn alles, worüber ich nicht verfüge, das verfügt über mich. Das ist meine eigene Erfahrung. Wenn du also Erfahrungen gemacht hast, die du bereust, dann umarme sie, versöhne dich damit aus und komme in Frieden mit all den Schwierigkeiten, mit deinem Lebensweg überhaupt, egal was du erlebt hast. Dein Leben ist heilig, so wie es ist, genauso wie du es erlebt hast, sodass wir eine weitere, größere Sicht unseres Lebens haben können, in der wir alles, was ist, umarmen können und in Frieden sein können damit. Denn alles, was ich nicht annehme, das nimmt sich mich. Alles, was nicht mir gehört, dem gehöre ich, das nimmt sich quasi einen Teil von mir. Wenn ich mir anschaue, wo ich jetzt stehe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, dann kann ich jetzt einen tiefen inneren Frieden erfahren. Und dieser innere Frieden ist wesentlich für jeden kreativen menschlichen Prozess. Wir können viel emotionales Chaos in Gruppen, in Beziehungen vermeiden, wenn wir erstmal mit uns selbst im Reinen sind und in einem Frieden sind mit uns selbst. Das gilt genauso für Unternehmen, dass man erst im Frieden ist mit dem, was geschehen ist, mit der Geschichte eines Unternehmens, dass man annehmen kann, dass alles Teil ist einer großen Geschichte. Diese Freiheit gibt mir auch die Freiheit, sanft zu sein, zart zu sein. Ich muss jetzt nicht in die Welt hinaus zu rennen und mich zeigen, damit ich gesehen werde. Ich kann diejenige sein, die anerkennt,
Kompliment statt Anerkennung zu verlangen. Ich kann diejenige sein, die das Gefühl von Zugehörigkeit erschafft, dass die Menschen um mich herum sich sicher fühlen können, geborgen fühlen können, anstatt danach zu suchen, so dass die Menschen um mich herum selber in Frieden kommen können. Und das führt in die Freiheit. Dieser Prozess, den ich heute nicht erklären kann, enthält viele verschiedene Methoden und Arten. Ich habe meinen eigenen Wege gefunden, die ich auch in Chile zum Beispiel unterrichte, in meinen Führungstrainings. Wie wir das machen, dass wir uns quasi unseres Herzens wieder bewusst werden und unser Erleben in die Hand nehmen. Ich habe nach einem Bild gesucht von einem Kondor, ich konnte aber keines finden, denn das Herz hat zwei Flügel. Jeder Zyklus hat seine Struktur, es gibt eine Ordnung. Und wenn wir diese Ordnung respektieren, dann respektieren wir das System und den Zyklus. Und wenn das Herz im Zentrum ist, dann sind wir im Einklang mit den Zyklen. Und dann entwickelt sich alles in einem natürlichen Fluss. Wenn ich aber meinen Intellekt oder meinen Verstand ins Zentrum stelle, dann kann ich nicht fliegen, denn der Körper ist wie ein Flügel und der Verstand ist ein Flügel, aber das in der Mitte, das ist das Herz. Darum ist es so wichtig. Unser Herz muss uns führen im Leben, muss auf dem Thron unseres Lebens sitzen. Erst dann können wir wahre Führungsqualität entwickeln für unser eigenes Leben, Selbstmanagement und auch in unserem Leben. Das Herz ist der beste Führer für den Körper und den Geist, denn das Herz ehrt sowohl Körper und Geist gleichermaßen und so entfalten wir unser gesamtes Potenzial. Also dieser tiefe innere Frieden, dieses tiefe innere Gefühl der Zugehörigkeit, der Anerkennung, der Präsenz, der Verbundenheit, darüber habe ich noch wenig gesprochen jetzt. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich aus diesen Kräften bestehe, dass ich die Erde bin und nicht ein getrenntes Teilchen, das auf der Erde rumspaziert, sondern wirklich die Erde bin, dass ich das Leben bin, es bin, dann muss ich nicht nach irgendwelchen Verbindungen suchen. Ich bin verbunden, innerlich verbunden. Es geht nur darum, sich daran zu erinnern. Diese Trennung ist wirklich eine Illusion. Verbindung herstellen zu wollen, ist eine Illusion. Und diese Illusion fällt ab in der inneren Freiheit, im Frieden. Wenn ich also in meinem Zentrum verankert bin und nicht in meinen Selbstbildern von mir selbst, wenn ich nicht in meinen Ängsten gründe, in meinen Widerständen, sondern im Vertrauen, dann entsteht ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Entspannung in mir. Wenn ich diese Freiheit finde, dann ist alles gut. Und wenn alles gut ist, dann habe ich Zugang zu allen Antworten, die in meinem Leben auftauchen. Wert, Selbstwertgefühl natürlich und Intuition. Zugehörigkeit nochmal ist nochmal eine andere Facette von Zugehörigkeit. Dabei sein eigentlich. Wenn die Bäume sterben, dann gehen die Blätter und das Material des Baumes geht in die Erde, kompostiert, wird wieder neue Erde und daraus wachsen neue Bäume. So wird alles, was integriert, wenn wir unsere eigene Vergangenheit gewissermaßen verarbeiten, kompostieren und die Nährstoffe aus unseren Erfahrungen herausnehmen, dann können wir auch wieder aus der Präsenz heraus mühelos, neu und fruchtvoll unser Leben gestalten. An diesem Ort haben wir Mühelosigkeit und Natürlichkeit. Je tiefer ich dieses Gefühl der Zugehörigkeit habe, desto weniger muss ich auch an den Dingen festhalten. Ich kann einfach sein. Je tiefer ich in dieses Gefühl der Zugehörigkeit
eintauche, desto schärfer wird meine Intuition und meine Kreativität. Hier gehen wir zurück zur Brücke. Zur Brücke der Intuition. Nach dieser Reise des Beobachtens, wie viel deines Lebens, unseres Lebens, in wie viel Prozent quasi unseres Lebens ist das Herz wirklich involviert? Wenn ihr möchtet, dann schließt doch bitte einen Moment die Augen. Ich möchte mit euch eine aktive Vorstellungsübung machen. Stell dir vor, wie vor deiner Brust dein Leben liegt, dein gesamter Lebensweg. All deine Beziehungen. Beobachte dich. Schau dir die Erfahrungen an, die Beziehungen an, bei denen du immer noch einen Widerstand verspürst, die du nicht so gerne ganz in die Liebe deines Herzens eintauchst. Und als erster Schritt möchte ich dich dazu einladen, dass du einfach mal sagst, ja, du gehörst auch dazu. Ich sehe dich. Ja. Lasst uns unsere Augen wieder öffnen. Ich möchte dich einladen, dieses Bild wieder mit nach Hause nimmst und dass du in deiner dir eigenen Weise, so wie es für dich am besten ist, diese Dinge annimmst, mit dem Bild arbeitest, wenn du möchtest. Denn all diese Erfahrungen, mit denen wir nicht im Frieden sind, die blockieren uns, die tun erzeugen ständige Störgeräusche. Wenn diese Interferenzen draußen, außerhalb von mir wahrgenommen werden, dann wirken sie riesig groß. Aber wenn ich sie in mir, in meinem Herzen trage, dann werden sie winzig klein und verlieren ihre Macht über uns. Also lade ich dich dazu ein, diese Anteile von dir anzuerkennen, zu sagen, ja, ich sehe dich, du bist ein Teil von mir. Und das wird die Brücke der Intuition reifen lassen, sodass du Intuition nutzen kannst, um deine eigene Wahrheit zu finden und was für dich stimmt, was für dich richtig ist in deinem Leben, in deinem Unternehmen, in deiner Familie. Und die richtige Antwort zu finden in dieser Verbindung. Anstatt Fantasien zu erfüllen. Und das hilft uns vor allem, hier so richtig fest verankert zu sein. Im Leben, so wie es ist, verankert zu sein. Hier zum Schluss dieses Bild, das symbolisiert, wie wir uns mit dem Mysterium verbinden. Die Unendlichkeit, dem unendlichen Universum der Kreativität, mit dem wir alle verbunden sind. Doch öffnen müssen wir uns. Das ist unsere Arbeit, uns zu öffnen, einen Raum in uns zu erschaffen, damit wir es empfangen können, damit unsere Gefäße, unsere Schalen nicht voll sind, sodass sie gar keine neue, dass sie gar nichts aufnehmen können. Und ein einzelner Mensch kann Unglaubliches bewirken, wenn er in seinem Herzen verankert ist. Und viele Menschen zusammen, gemeinsam, die im Herzen verankert sind, können Unglaubliches bewerkstelligen. Darum ist meine Einladung, dass wir uns verbinden, vernetzen, eine neue Welt, ein neues Leben erschaffen. Danke. Vielen Dank, Astrid. Bleib bitte noch hier oben. Das ist
das Ende des ersten Tages, noch nicht ganz, jedoch wir haben also diesen Ausklang im wahrsten Sinne des Wortes, den wir mit euch und ihr mit uns teilt und der euch auf den Heimweg begleitet. Vorher jedoch möchte ich euch eine kleine Hausaufgabe geben. Und es gibt zwei Dinge, von denen ich mir wünsche, dass ihr sie aufschreibt. Erstens, was ist der Hauptimpuls, den ihr heute mitnehmt von diesem Tag? Die zweite Frage ist, was ist die Methode oder die Technik oder eine neue Fähigkeit, die du heute gelernt hast? Und drittens, basierend auf deiner Erfahrung heute, was möchtest du in deinem Leben verändern? Das sind sehr einfache Fragen. Ich glaube, dass es doch sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Erfahrung auch integrieren können und dass wir uns das aufschreiben heute Abend. Vielleicht wollt ihr die Carmens Ein-Minuten-Methode oder was auch immer verwenden, was auch immer für dich passt. Einmal schnapp dir einen Stift, schreib es auf, damit es auch bleibt und dir hilft, es zu verankern. Wir werden morgen mit einer Meditation von Yoko Tolle beginnen. Dann fahren wir weiter mit einem Vortrag von Gabriele und mir selbst. Ich möchte gerne, dass du deinen Herzensklang mit uns teilst. Und der wird ganz sicher euch dazu inspirieren, mit zu summen, euren Klang mit einfließen zu lassen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Und nun bin ich gespannt, welchen Klang du uns zum Ausklang schenkst. Vielen Dank. Also vielleicht möchten andere, die heute gesprochen haben von den Speakern, raufkommen auf die Bühne. Yoko, komm. Ich werde also anfangen mit, wir haben drei Gruppen. Eine, zwei, drei, vier, drei. Wir machen drei verschiedene Klänge und auf dem Boden dieser Klänge werde ich improvisieren. Also wir haben drei Klänge von drei Sektionen und darüber werde ich improvisieren. Und ihr könnt euch anschließen an einen der drei Klänge. Lasst uns hier beginnen.
Schon.